Celia Stevens, ich freue mich sehr, dass du heute bei Mein Bestes Jahr, Lebe deinen Traum bei unserer Online-Konferenz dabei bist. Herzlich willkommen. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, einen Beitrag zu leisten und ich grüße auch die Zuhörer, die Zuschauer, die gerade da eingeschaltet sind. Genau. Liebe Celia, ich kenne dich schon ganz lange. Ich verfolge dich schon ganz lange und bin sehr begeistert von den Dingen, die du tust. Aber all diejenigen, die dich jetzt vielleicht noch nicht so gut kennen, stell dich doch vielleicht ein kleines bisschen vor, erzähl uns was von dir und vielleicht sogar auch, mit welchem Thema sollten wir dich verbinden? Alles klar. Also, ich bin die Celia, ich bin Amerikanerin. Ich biete immer gerne eine Eselsbrücke zu meinem Namen an, nämlich Celia, S-O Nein. So, wenn man an Tankstellen denkt, das ist ganz einfach auszusprechen. Da-da. Ja, da-da. Da-da. Ein früherer Kunde hat dann zu mir gesagt, Frau Tankstelle, das muss nicht sein, aber das ist die Eselsbrücke. Ja, ich bin Celia Stevens, ich bin der virtuelle Coach und meine Website ist celiastevens.com. Dort bringen wir Experten und Solopreneuren bei, wie sie sich auf dem Markt positionieren, wie sie Kunden gewinnen und Klienten. Also ich habe viel mit Coaches, Trainern und Beratern zu tun, die auch das manchmal Klienten nennen. Und ich helfe außerdem meinen Kunden dabei, ihr Expertise im Online-Business zu machen und was ganz neu ist, eine neue Fokussierung ist das Thema Mindset. Und es geht darum, dein Business mit Struktur und Strategie, aber vor allem auch mit Herz zu führen. Ja, da könnte man mich sehr gerne verbinden, wenn man möchte. Ja, wunderbar, vielen Dank. Celia, du kennst ja das Motto unseres Kongresses, nämlich lebe deinen Traum. Jetzt bist du eine Businessfrau, du bist sehr gut organisiert, das konnten wir auch im Vorfeld zu unserem Gespräch sehen. Insofern, welche Rolle spielen für dich Träume? Oder auch dieser Slogan, lebe deinen Traum, was heißt das für dich? Ja. Also ich bin ein Mensch, man kennt es aus dem Meta-Programmbereich. Es gibt Menschen, die sind vergangenheitsorientiert, welche sie sind gegenwartsorientiert und welche die sind zukunftsorientiert. Und da ich ein stark gegenwärtsorientierter Mensch bin, bin ich nicht jemand, wenn er oder sie träumt, in die weite Zukunft träumt. Das ist nicht so meins. Da habe ich nicht irgendwie meine 5-Jahres-Träume oder sonst was, sondern bei mir entstehen Träume viel eher in dem Hier und in dem Jetzt. Ja. Heute im Unmittelbar oder nächste Woche oder nächsten Monat, das ist in etwa so meine maximale Zeitspanne, ja. Wo ich mich bewege. Und wenn ich Träume habe, hat es häufig mit meinem ganz persönlichen Leben zu tun. Also wie ich meinen Alltag gestalten möchte, welche Dinge, die ich demnächst erleben möchte. Mhm. Und gerade diese Woche ist der Traum entstanden, dass ich 3 Wochen in Italien sein möchte, am Stück vielleicht sogar 4, wo ich ein Ferienhaus habe. Mhm. Und ich bin gerade einfach plötzlich am Organisieren, um diesen Traum zu verwirklichen. Also das sind mehr so Ad-hoc-Träume. Ja, ich denke schon. Und sind es dann deswegen vielleicht auch eher Träume, bei denen du direkt anpacken kannst? Ja, und auch, ja, also ich habe einfach, ja, ich bin dieser spontane Typ einfach insgesamt. Mein Mann sagt, wenn wir einen Urlaub vorausplanen, dass ich mich meistens mit dem Zielort beschäftige, wenn ich im Flieger sitze und meistens eine Stunde vom Landen ungefähr. Ja. Ja, so dieses Unmittelbare, was es ist, so meins. Ist das auch für dich Leben? Ja. Also spürst du dabei, da bin ich lebendig, wenn das... Total. Also diese spontane Träume sind absolute Lebendigkeit, weil da entstehen so schnell, so überraschende Dinge. Das ist wirklich toll. Glücksmomente? Ja. Ja, schön. Wunderbar. Vielen Dank, denn das ist für uns immer ein ganz wichtiger Einstieg, wenn wir mit unseren Interviewpartnerinnen sprechen, denn Träume sind für uns alle irgendwie was anderes. Ja. Und es ist sehr schön, dass du jetzt diesen Aspekt auch mal mit reinbringst, ne? Dass vielleicht jemand sich keine Gedanken darüber machen braucht, dass er keine riesige und langfristige Zukunftsvision hat, ja, sondern vielleicht eher zu denjenigen gehört, die auch spontan Dinge umsetzen möchten und das Glück sich spontan sozusagen dann immer auch bescheren wollen.
Ja, das ist auch entlastend für mich gewesen, wo ich diese Seite von mir entdeckt habe und zu dem gestanden bin, weil so viele Leute, die auf dem Markt sind und auch Business- und Marketingstrategien anbieten, die sind vielleicht visionäre Personen und sie beginnen auch, was ist deine große Vision? Und ich hatte das noch nie in dem Maße. Und das war für mich wie eine Belastung zu denken, ich musste das haben. Also für all diejenigen, die da draußen sind, die das nicht haben, macht gar nichts. Es geht auch ohne. Geht es auch geht ohne. In kleineren Horizonten. Ja. Und in kleineren Schritten. Ja, wunderbar. Das ist schon eine ganz wichtige Erkenntnis, ganz zu Beginn unseres Gespräches sozusagen. Stelle ja. Jetzt hört man dann deinen sehr charmanten Akzent. Du sprichst perfektes Deutsch. Ich bin immer wieder total begeistert, wenn ich dich reden höre. Aber den Akzent, dann merkt man natürlich sofort, du kommst aus den Staaten. Das ist so. Und für Menschen, die sehr neugierig sind auf die Lebenswege von anderen Menschen, ich bin natürlich unheimlich neugierig zu erfahren, wie bist du nach Deutschland gekommen? Ich habe in Atlanta, Georgia studiert. Und Atlanta, Georgia ist so quasi der größte Staat im Südosten Amerika, so was eine Größe, also wirklich eine Großstadt darstellt. Und in dieser Großstadt gibt es, glaube ich, 200 verschiedene Bildungsinstitute von Universitäten und Colleges zu Academies und so weiter. Es ist wirklich so ein Hub des Learnings. Und ich habe dort studiert in an einem kleinen College mit dem Namen Agnes Scott. Und Agnes Scott ist damals gewesen, als ich begonnen habe, 2019, hatte 600 Personen an der College. Das ist wirklich so eine super kleine Schule, also College, sagt man auf Deutsch, auf Englisch. Und wir waren eine Frauen-College, das heißt, wir hatten überhaupt keine Männer dort. Und es war für uns das Naheliegendste, zu daten bei den Unis, wo es technische Universitäten in der Stadt gab. Also vor allem Georgia Tech, das war so eine klassische Tradition. Ja. Und mir wurde gesagt, ja, wenn als Scotty wirst du einen Georgia Tech Rambler heiraten. Und ich so, ich doch nicht, das wird nicht zu mir sein. Aber irgendwann mal wurde ich doch hinverlockt auf eine Party und habe begonnen, so die Jungs dort kennenzulernen. Und ich habe aber sehr schnell gemerkt, dass diese amerikanischen College Boys überhaupt nichts für mich sind. Also sie waren so mit ihren Crewcuts rasiert und alles Mögliche und auch so Muckis und ich weiß nicht was. Also überhaupt nicht mein Typ. Und ich habe mich eher hingezogen zu den Austauschstudenten, zu den Europäern und den Amerikanern. Und ich ahne etwas. Und so ist es aus einer Phase heraus, wo ich irgendwie über ein Jahr lang nur so Ausländertypen gedatet habe, habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und ein ganz süßer, lieber, total toller deutscher Mann. Und das klassische verliebt, verlobt, verheiratet. Ich war binnen einem Jahr nach unserem Kennenlernen schon in Deutschland und ich bin seitdem hier, seitdem ich 21 bin. Und so lange sind wir schon zusammen. Also du hast die Entscheidung auch relativ zügig getroffen, dich sozusagen von deinem Heimatland zu entfernen, nach Deutschland zu gehen, über den großen Teich auf einen ganz anderen Kontinent. Wie muss ich mir das vorstellen, Shelia? Bist du auch bist du schon immer so ein, auch vielleicht von kleinen Mädchen auf eine Person gewesen, ein Mädchen gewesen, das sich, ich sag jetzt mal, für das Ausland interessiert hat? Die größere Welt? Nein. Oder war das neu? Nein, das war wieder so eine spontane Geschichte. Also ich, ja wirklich, ich bin in einer super Mini-Kleinstadt in Florida aufgewachsen. Wir hatten eine Straße, und das ist nur gebaut worden, damit LKWs durchgehen konnten. Ansonsten gab es ein Bild davon, ja? Ja, ansonsten hatten wir ein Walmart, irgendwie ein McDonald's und ein Kino. Also mehr gab es nicht. Und mit 11 bin ich mit meiner Familie nach Tennessee, auch dort, in super kleinen ländlichen Kleinstadt. Und niemand um mich herum hat sich für Sprachen interessiert, für Reise, niemand hat auch Urlaub gemacht. Das machte man bei uns nicht. Also ich habe in meinem ganzen Leben mit meiner Familie nicht Urlaub gemacht. Das müsst ihr dir vorstellen. Ja, also gar keine Kontakte zum Ausland im Grunde genommen gehabt. Hat es dich auch nicht interessiert von Büchern, von der Schule? Wir haben das gar nicht so richtig viel mitbekommen. Also in einer Kleinstadt, da dreht sich die ganze Welt um
die Schule, um American Football, um Freitagabends irgendwie um den Block fahren, mit dem Auto cool aussehen. Es ist eine ganz andere Welt und die Sachen, mit denen man in Berührung kommt, das sind nicht weltlich. Es ist einfach eine sehr kleine Welt, eine sehr schöne, idyllische kleine Welt. Und dann kam dieser Sprung, du bist nach Deutschland gegangen. Ja. Und wie ging es eigentlich weiter? Wie bist du letzten Endes zu deinem Business-Thema gekommen, zu dem Kern deines Business, das ja schon relativ eng umrissen auch ist? Ja, das ist ganz einfach. Ich bin in Deutschland angekommen und habe festgestellt, die liebe deutschen Behörden werden nicht zulassen, dass ich hier bleiben darf, wenn ich nicht quasi einen Sponsor bekomme. Also man kann entweder heiraten, das haben wir nicht direkt gemacht, sondern das hat einige Jahre gedauert. Mein Mann hat sich eine Weile geweigert. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und derweil haben wir gesucht nach einer Möglichkeit, dass ich überhaupt hier bleiben kann. Ja. Und Heikos Onkel hat damals eine Ingenieurstudio/PR-Agentur gehabt und hat auch überwiegend BMW im Bereich Forschung und Entwicklung betreut. Mhm. Und er hat gesagt, Shalia, vielleicht kann ich dir helfen, was kannst du denn überhaupt? Mhm. So, ich habe Mathe studiert mit einem Pädagogik-Nebenfach auf dem Weg zum Lehramt, oder? So, ich wollte Lehrerin werden. Mhm. Und ich habe gegraben und gegraben und gedacht, was sage ich ihm? Und ich kann programmieren. Also das war so ein Teil von unserer Ausbildung, so Basic Programming lernen. Und er hat gesagt, super, du kommst mit Heiko und wir machen einen Familienausbau dieses Geschäftes und ihr gründet eine Abteilung. Wir benennen das die Online-Abteilung und wir werden für BMW jetzt ein Intranet bauen und vielleicht im Internet Sachen machen für PR. Und ich hatte keine Ahnung von all dem, aber ich habe einfach ja gesagt und habe eins von diesen Büchern, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese Riesenschinken, HTML für Dummies war das erste. Ja. Von welchem Jahr sprechen wir da jetzt gerade, Shalia? Das war im Jahr 95, wo ich nach Deutschland gekommen bin. Wow, also auch tatsächlich die Anfänge des Internet, muss man auch mal sagen, ne? Also der kommerziellen Nutzung des Internets. Also damals war die von der kommerziellen Nutzung des Internets kaum zu denken. Damals hat man wirklich erste Unternehmensauftritte gemacht, die fast wie Visitenkarten im Internet waren. Ja. Und es war ganz, ganz in den Kinderschuhen. Mhm. Und ja, so haben wir diese Abteilung aufgebaut. Und so hat meine Karriere begonnen, die 14 Jahre angehalten hat im Online-Marketing. Mhm. Und über die Jahre habe ich mich einfach weiterentwickelt von Programmiererin zu Projektmanagerin, zu Abteilungsleiter, zu Konzeptperson und später zu strategischer Planerin und habe in ganz vielen Agenturen deutschlandweit gearbeitet und zum Schluss war ich hier in Frankfurt als Strategiedirektorin tätig für globale Marken wie Philip Morris und Adidas und Audi hatten wir in Metall und solche Kunden. Und das aber dann im Angestelltenverhältnis? Das im Angestelltenverhältnis. Mhm. Und meine tatsächliche Selbstständigkeit habe ich offiziell begonnen, so angemeldet in 2008, wo ich die Agenturwelt verlassen habe. Mhm. Und ich mache seitdem, jetzt haben wir 2016, habe ich ein Business aufgebaut, die eben in diese Richtung Marketing, Business und Marketing geht, aber eben für diese sehr spezielle Zielgruppe der Coaches, Trainer, Berater und herzgetriebene Dienstleister und Solopreneur. Das kann ja trotzdem kein Zufall sein. Also du hättest natürlich auch dich selbstständig machen können mit einem anderen, vielleicht unter dem gleichen Mantel, das gleiche Thema, aber zum Beispiel für eine andere Zielgruppe. Ja. Wie bist du letzten Endes auf diese Zielgruppe gestoßen? Also was hat das mit dir als Mensch zu tun? Ja, was hat das mit mir als Mensch zu tun? Also es hat damit zu tun, dass ich während meiner Ausbildungszeit selbst im Coach und Trainer zwischen 2008 und 2010, es ging ein bisschen in 2011 weiter, aber das war so die Kernzeit, dass ich die schönste Zeit meines Lebens hatte. Also ich war umgeben mit diesen unglaublich tollen Menschen, die reflektiert waren, die ein riesengroßes Herz hatten, ein Liebe für andere, aber auch für das Leben sehr lebendige Menschen. Und
als ich dann mit der Ausbildung fertig war und begonnen habe zu gucken, okay, was mache ich jetzt? Ich habe ja einen Wechsel gemacht von der alten Agenturleben zu einem neuen Leben als Coach und Trainer in diesen 2 Jahren. Am Anfang habe ich begonnen, in Agenturen zu coachen. Ich habe Führungskräfte-Coachings gemacht, ich habe Kreativteams gecoacht auf diversen Themen und ich habe gemerkt, nee, also ich liebe die Menschen auch, sie sind total toll, aber das wird nicht mein Weg sein. Mhm. Und ich habe einfach so etwas wie einen inneren Ruf gespürt, mit diesen Coaches, Trainer und Berater zu arbeiten vor allem. Und ja, man kann das nur als Ruf bezeichnen. Es war keine logische Entscheidung, wo ich gedacht habe, was sind meine Marktchancen, wie rechne ich es aus? Und im Gegenteil, weil damals auf dem deutschsprachigen Markt gab es kaum Menschen, die Marketing und Business angeboten haben für diese Zielgruppe. Das waren eher die Ausbilder, die denen beigebracht haben, wie sie coachen oder trainieren, aber nicht, wie sie ein Business daraus machen. Also das war schon eine ganz neue Idee. Ja. Wie kam es eigentlich dazu, dass du aus dieser ja sehr, ich sage jetzt mal, sehr kommerziell, du arbeitest ja auch jetzt kommerziell, aber du warst ja schon in die, ich sage jetzt mal, die Strategiewelt für Agenturen. Mhm. Das ist ja auch eine ganz andere Welt. Ja. Und letzten Endes hast du dich ja auch dazu entschlossen, diese Welt zu verlassen. Mhm. Mhm. Kam es dazu? Also war das auch eine spontane Idee wieder, weil du ja sagst, du bist eher eine spontane Frau, oder hat sich das angebahnt in irgendeiner Weise? Das hat sich über sehr viele Jahre hinweg angebahnt. Und für diejenigen, die vielleicht noch nicht in einem solchen Kontext gearbeitet haben, die Agenturwelt als solches ist von seinem Ruf her sehr kreativ, mhm. aber auch sehr, sehr stressig. Also es gibt Witze darüber, dass man in der Agentur bleibt bis 30 und das war's. Ja. Das ändert sich ein wenig, weil die professionalisieren sich auch und die Branche verändert sich. Es ist immer mehr möglich, dass Leute bis 40 oder 50 drin bleiben. Mhm. Aber warum man das sagt, ist, dass man fast 7 Tage Woche arbeitet und um 8 Uhr an die Tür antanzt und am Abend um 22 Uhr nach Hause geht. Mhm. Und das ist normal, ne? Das machen dann sozusagen alle in dieser Welt. Ja. Genau, das ist so eine branchenübliche Art und Weise zu sein. Das hat auch damit zu tun, wie das New Business dort strukturiert ist. Also wenn ein großer Markenkunde kommt und sagt, wir rufen zum Pitch aus, also zu einer Wettbewerbspräsentation, dann laden sie unter Umständen 5 oder sogar 10 anderen Agenturen ein. Mhm. Sie dürfen kostenfrei über Wochen arbeiten und Strategien und Ideen entwickeln. Ja, ja. Ja. Das. Und das war nichts mehr für dich? Das war... Nein, also... Würdest du weg? Sag mal so, ich habe einfach... Ich habe das als Leistungsdruck empfunden. Ich habe das als wenig Leben empfunden, wenig Privatzeit, wenig Freizeit. Und du musst dir vorstellen, andere sind zu Weihnachten angekommen, haben sich auf die Weihnachtsmärkte gefreut. Ich habe sie nie gesehen, weil ich war einfach in der Agentur drin. Ich hatte keine Zeit dazu, ja. Mhm. Das heißt, es hat sich angebahnt über Zeit und ich wüsste, ich möchte da raus, aber ich habe mich jahrelang nicht getraut, mhm. Weil ich nicht wusste, wenn ich das nicht mache, was mache ich dann? Mhm. Was hat den Ausschlag gegeben, dass du dich nachher getraut hast? Mhm. Einerseits waren es eine Kette von körperlichen Symptomen, psychosomatische Störungen, die mich einfach in die Knie gezwungen haben, von Burnout, einmal eine Depression, einmal eine Art von halbseitiger Körpertaubheit über 4 Jahre, mit auch teilweise mit großen Schmerzen und Schlaflosigkeiten verbunden, Panikattacken, ich kann es dir nicht alles erzählen. Mhm. Bis hin zu einem 3-Jahres-Abschnitt in meinem Leben, wo sehr viele enge Menschen in meiner Familie auf einmal gestorben sind. Mhm. Meine Mutter als erstes, meine Tante am gleichen Tag, mein Onkel, meine Großeltern, mein Bruder. Und beim Tod meines Bruders, der 28 Jahre alt war und der ganz, ganz frisch verheiratet mit einem kleinen Kind, mhm. Drei Monate war sie, als er starb. Ich habe einfach in dem Moment gemerkt, was mache ich hier mit meinem Leben? Also ich,
ich verbringe die ganze Zeit in der Agentur, ich sehe nichts von der Welt, nichts vom Tag. Das kann so nicht weitergehen. Und das war letztendlich der herausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, so, nicht mehr, ich gehe da raus. Also eigentlich die Lust, dann doch weiterzuleben, vor allen Dingen im Angesicht von diesen Verlusten, die du da erleiden musstest. Absolut. Und ich hatte auf einmal sogar das innere Gefühl von Verpflichtung. Hey, ich muss für all die anderen leben jetzt. Das ist hoch angesagt jetzt. Ich werde ein strahlendes, lebendiges Leben leben. Egal wie das geht, ich gehe das jetzt einfach an. Sehr schön. Und der erste Schritt war was? Als diese Idee da gereift ist und du gesagt hast, nein, so kann ich nicht weiterleben. Ich möchte kündigen. Dieses strahlende Leben. Kündigen. Weg. Ich habe einfach gekündigt, ohne Plan, und ich habe erstmal eine Reise gemacht nach USA. Dort habe ich fast 2 ganze Monate verbracht, zum Teil mit einer Freundin, dann mit einem Freund, später ist mein Mann dazu gekommen, teilweise alleine. Und meine erste Idee war einfach, ganz viel Abstand bringen zwischen mir und diesem alten Leben. War das auch sowas wie der Wunsch, zurück zu deinen Wurzeln zu finden? Also jetzt nicht nur lokal über die Reise in die Staaten, aber auch wieder Kontakt mit dem Inneren von dir selbst aufzunehmen? Ich weiß nicht, ob das bewusst dabei war, vielleicht unbewusst ein wenig, weil ich mich dort einfach wohlfühle und geerdet fühle, wenn ich dort bin, und sehr frei. Mhm. Der Wunsch war aber vor allem einfach weggehen. Also ich hatte damals eine so dermaßen starke Weg von Motivation zu diesem alten Leben, dass das hat mich hinkatapultiert, einfach übers Meer. Das war der höchste Mal weg, der größte mögliche Abstand. Ja, genau. Ja, genau. Und wie kam dann die Hinzu-Motivation? Also wie hast du daran angefangen zu arbeiten, an diesem neuen Leben, dem neuen Bild von einem Leben? Ja. Also als ich von dieser Reise zurückkam, habe ich eine Zeit lang getrödelt zu Hause, bis ich gemerkt habe, das ist auch langweilig, weil es ist auch kein zielstrebiges Ding, das man machen soll. Und ich habe begonnen zu recherchieren, nachdem ich habe so ein Bücherregal gehabt, und ich weiß nicht, ob die anderen, die zuhören, sich damit identifizieren können, aber es gab so etwas wie 2 Lagen in dem Bücherregal. Hinten waren die Bücher von Dingen, die mich wirklich interessierten. Mhm. Da waren schräge Dinge wie Heilstein-Lehre bis hin zu, keine Ahnung, diverse Yoga-Sachen und Kommunikation, ganz viel. Und vorne in meinem Bücherregal waren die ganzen akzeptablen Bücher, die Erfolgsbücher, die auch vielleicht mit meinem Business zu tun hatten. Die anderen waren versteckt. Und ich habe erstmal diese Lage beiseite gemacht, die hinteren Bücher in einen Riesensack gepackt, und ich bin zu meiner Freundin, wie Nikolaus mit seinen Geschenken. Und ich habe alle Bücher auf ihr Wohnzimmerboden gelegt und habe gesagt, ich glaube, irgendwo hier drin versteckt ist mein nächster Schritt. Wahnsinn. Ja. Ja. Und dann haben wir einfach begonnen zu sortieren. Stapelbilden tatsächlich nach unterschiedlichen Themen. Ja, und da waren wirklich alles dabei, von Coaching und Training, Hebamme werden, Innenarchitekt, Organisationskünstler, ich weiß nicht was, verrückte Dinge. Und dann haben wir wirklich schlicht ein Ranking gemacht, und ich habe gesagt, okay, Coaching und Training ist irgendwie das größere Bücherstapel. Und ich habe begonnen zu gucken, was gibt es auf dem deutschsprachigen Markt für anerkannte Ausbildung in diese Richtung. Und schwuppsdiwupps, weh habe ich geschaut, war ich in einer Ausbildung in Wien. Und so ging der weitere Weg. Also du hast wirklich geguckt, woran habe ich wirklich Freude? Was interessiert mich? Wofür brenne ich? Ja. Es war so stark, dass ich mir dutzende Bücher angeschafft habe. Zunächst mal ein bisschen weiter hinten stand. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein sehr, sehr guter Tipp. Vielleicht auch für unsere Zuschauerinnen. Ja, und vielleicht auch eine Idee, weil wenn du über Jahre lang in einem ungesunden Zustand lebst, egal ob innerlich oder äußerlich in deinem Beruf, vielleicht kannst du gar nicht brennen und strahlen. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie Feuer und Flamme war am Anfang. Ich war erstmal erschöpft, und ich habe ungefähr
2-3 Jahre gebraucht, bis ich über diese Erschöpfung hinweggekommen bin. Und ich habe mich in der Zeit schuldig gefühlt, weil ich habe gehört, man müsste für etwas brennen. Und guter Hinweis, ja. Ich konnte damals nichts für etwas brennen. Es war eher mühevoll, dieses Sack hinzuführen und irgendwie was daraus zu holen. Also nicht denken, dass es am Anfang ein Strahlerweg war. Es war nicht. Weil die Erschöpfung eben auch noch so groß war, ne? Die steckte in den Knochen, wirklich. Die steckte seit 14 Jahren, von diesen 14 Jahren in den Knochen. Hast du auch irgendwas gemacht, ganz aktiv gemacht, um sozusagen deinen Brunnen wieder zu füllen? Weil der Akku war ja scheinbar wirklich sehr leer, ne? Durch diese sehr, sehr lange Zeit. Und hast du auch dann irgendwas gemacht, wo du gesagt hast, aber das wird es wieder füllen? Also es wird mir wieder Energie geben? Eine Sache, die ich damals begonnen habe, war einen täglichen Spaziergang zu machen. Das hört sich total banal an, aber eine Stunde jeden Tag in der frischen Luft hat unheimlich viel getan, um mein Spirit zu liften sozusagen. Und natürlich auch diese Zeit in Wien, wo ich diese Coaching-Ausbildung gemacht habe. Weil wir haben natürlich nicht nur gelernt, wie coachen, wie wir trainieren wir, sondern wir haben vor allem stark in unsere eigene innere Welt geschaut. Wir haben unsere eigene Erdung gearbeitet. Und es war wirklich ein Persönlichkeitsentwicklungsweg. Und ich habe in dieser Zeit Schicht für Schicht Dinge abgelegt, die belastend gewirkt haben. Und das war sicherlich auch ein Teil der Erholung. Ja, dadurch hast du wieder Kraft bekommen und wahrscheinlich wieder Zugriff so auf dich selbst, ne? Auf deine das, was du wirklich willst. Ja. Kannst du sagen, wie lange das dann ungefähr gedauert hat, bis du wirklich sagen konntest, okay, und jetzt habe ich sogar ein relativ gutes, klares Bild dazu, was ich als Business machen möchte? Vielleicht auch für all diejenigen, die sich so ein bisschen schuldig fühlen, dass es nicht schnell genug vorwärts geht, ne, dass sie nicht schnell genug ihre Positionierung vielleicht finden. Ja, also interessanterweise war das Bild, das ich hatte, relativ schnell klar. Aber ich stand mir selbst im Weg sehr lange und konnte nicht zu der Idee, das, was ich machen wollte, stehen. Was war das? Ja, ich wollte Coaches, Trainer, Berater helfen mit ihrem Marketing, mit ihrem Businessaufbau, aber ich habe mich damals nicht gut genug gefühlt. Also ich habe gedacht, okay, es ist zwar schön, Shalia, dass du einen Marketing-Hintergrund hast und jahrelang und dass du diese großen Markenkunden geholfen hast, aber ich hatte selber noch kaum Kunden, ich hatte selber kaum eine Positionierung auf dem Markt, kaum ein Marketing. Ich dachte mir, das fühlt sich nicht gut an, also wie soll ich das den anderen beibringen? Das war das eine. Das andere war, und das werden viele vielleicht kennen, die gerade aus einer Richtung kommen, wo sie nicht mehr sich identifizieren können mit dem, ich habe so etwas wie eine Allergie gehabt gegenüber mein altes Leben. Ja. Das heißt, obwohl ich dachte, ich habe die Fähigkeiten, Marketing-Business weiterzubringen, ich dachte, das bloß nicht. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Absolut, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Ne? Damit möchte ich eigentlich ja doch gar nichts mehr zu tun haben. Genau. Das haben viele meiner Kunden auch. Ich erkenne das immer wieder. Ah, sie hat gerade eine Allergie gegenüber das Alter. Ja. Aber aus diesen zwei Gründen, ich habe mich nicht gut genug in dem Moment oder es war für mich nicht integer, dass ich sage, ich biete das an, wenn ich es für mich selber nicht gelöst habe. Und auch wegen dieser Allergie habe ich gedacht, okay, ich muss irgendwo einen Zwischenweg finden. Und heute würde ich das sagen, das ist eine Zwischen- oder eine Brückenpositionierung. Ja, eine Übergangspositionierung. Eine Übergangspositionierung. Und ich habe einfach geschaut, ja, womit fühle ich mich dann sicher? Und damals habe ich gedacht, okay, ich fühle mich sicher, wenn ich anderen beibringe, wie sie online coachen, wie sie online trainieren, Webinare halten, Online-Technologien nutzen. Online-Business-Strukturen aufbaut. Also irgendwie habe ich mich damit wohlgefühlt und fühlte, okay, das kann ich glaubwürdig auch auf dem Markt anbieten. Und das habe ich eine Weile gemacht. Es war tatsächlich erst in 2013, also wie gesagt, offiziell ging mein Weg los in 2008. Ja. Bis 2013 war ich bereit zu sagen, so, jetzt stehe ich zu dem, die Allergie ist weg, ich traue mir das, ich gehe mit dem nach vorne. Das ist so interessant, dass du das sagst und dass du auch ganz ehrlich sagst, dass das einige Jahre gebraucht hat, die du sozusagen mit dieser Brückenpositionierung oder Übergangspositionierung verbracht hast.
Ja. Also, was sagst du eigentlich heute Kundinnen, denen es ähnlich geht? Versuchst du sie in Anführungszeichen dazu zu bringen, direkt auf ihre klare Positionierung zu setzen? Oder sagst du, okay, wir schauen uns beides an? Also es hängt davon ab, wie dringlich die Kundin es oder der Kunde es sieht. In erster Linie versuche ich, meinem Gegenüber klarzumachen, hey, du bist in der Dream-Up-Phase. Es gibt einen Unterschied zwischen der Dream-Up-Phase und der Start-Up-Phase. Erzähl. Das hört sich gut an. Und zwar, die Dream-Up-Phase ist, in meinem Fall zwischen 2008 und 2013, es ist eine Experimentierzeit. Es ist eine Sache, wo ein Traum beginnt, sich zu entwickeln. Und wo man, wenn man das leicht nehmen kann und entspannt und verspielt, dann kann man sagen, ah, okay, ich probiere die Richtung und schau mal, was passiert. Ich gebe diese Sache auf den Markt und schau, was an Resonanz zurückkommt. Vielleicht gehe ich nicht ganz so eng am Anfang, sondern ich bin breiter und mache mit 1, 2, 3 Zielgruppen. Ja, dass man einfach in diese Dream-Up-Phase sich Freiraum lässt. Und dann wird es irgendwann mal zu dem Zeitpunkt kommen, wo man sagt, okay, jetzt, ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, ich weiß es, jetzt ist die Start-Up-Phase die richtige. Jetzt meine ich es ernst, jetzt gehe ich meine Positionierung an, ich artikuliere meine Zielgruppe, ich artikuliere meine Positionierung, vielleicht komme ich mit einem Elevator-Pitch daher, ich definiere meine Expertenthemen. Und ich mache eine Smart Website, ich gehe mit all dem so richtig auf den Markt. Mhm. So, das Problem ist jedoch, in Anführungszeichen. Jetzt kommt nämlich. Ja, das ja. Kommt, jetzt kommt es. Viele erlauben sich diese Experimentierphase nicht. Mhm. Sie stürzen auf den Markt nach einer Ausbildung oder nach einem Umbruch von einer Tätigkeit in die Selbstständigkeit und sie geben sich ein Jahr damit, um sich zu beweisen, dass sie erfolgreich sein können. Und sie reißen alle Stricke ab oder brennen die Brücken quasi, die zu dem vorherigen Leben. Und sie schaffen sich keine finanzielle Sicherheit nebenbei. Mhm. Und weil es so ist, geraten sie häufig in eine finanziell dringliche Situation und auch in eine gefühlte Idee, das muss jetzt einfach sitzen, es muss funktionieren, ich habe nur diese eine Chance. Die Idee muss jetzt da sein. Exakt. Und das ist auch eine Problematik. Das heißt, du plädierst schon davon, gerade auch für die Frauen, die sich selbstständig machen möchten, seht zu, dass ihr euch eine gewisse finanzielle Basis schafft, die euch in dieser Experimentierphase, die fast so ein kleines bisschen zwangsläufig ist, also die vielleicht ein ganz natürlicher Entwicklungsschritt ist, die euch da ruhig schlafen lässt letzten Endes auch, die euch nicht keinen finanziellen und dadurch natürlich auch keinen emotionalen Druck entstehen lässt. Ja, weil, ich meine, schau, seien wir ganz ehrlich miteinander. Es gibt ein paar verschiedene Wege, wie man diese verspielte Überbrückungsphase hinbekommt. Entweder man hat einen Partner, der verdient und man kann sich das erlauben auf deswegen. Oder man hat aus der früheren Selbstständigen, aus der Angestellten-Tätigkeit wie ich über Jahre gut verdient und vielleicht ein Polster, aber der ist auch begrenzt und viele sagen mir auch, oh, ich muss es schaffen, bevor mein Polster ausläuft. Ja? Mhm. Es gibt Business-Kredite, wenn man an einem Brick-and-Mortar-Geschäft würde das auf jeden Fall machen beispielsweise. Mhm. Es gibt Kredite, die von der Familie kommen. Es gibt Nebenbeschäftigungen, Teilzeitpositionen. Ich habe in den ersten mindestens 3 oder 4 Jahre von meiner Selbstständigkeit nebenbei als externe strategische Berater gearbeitet, ich habe als Online-Business-Manager gearbeitet, ich habe nebenbei ganz viel gemacht und das, was ich häufig höre von vielen ist, ja, aber wenn ich 20 Stunden hier arbeite oder sogar 30, ich habe damals 30 bis zum 40 teilweise gearbeitet nebenbei, dann habe ich keine Zeit für mein Business. Ja, das ist richtig, aber ein Tod muss man sterben. Also ein Preis muss man zahlen. Ein Preis muss man zahlen. Es gibt vielleicht eine Übergangszeit, wo man das einfach in Kauf nimmt und sagt, ja, okay, das ist so. Weil hier ist das Ding, wenn man mit einer so großen Dringlichkeit auf den Markt geht, auf Englisch würden wir sagen, it's like being desperate. Mhm.
verzweifelt zu sein. Also eine gewisse Verzweiflung. Verzweiflung und es wirkt bedürftig. Mhm. Also das heißt, ich brauche, dass Leute bei mir buchen, damit ich glücklich sein kann. Und das ist eine Energie, die man auf den Markt strahlt, die man spüren kann. Mhm. Macht das Sinn? Ja, das macht absolut Sinn. Und das führt eben nicht unbedingt dazu, den Produkten oder auch den Dienstleistungen, die ich gerne anbieten möchte, eine Vertrauensbasis zu geben. Sondern man merkt der Kunde, der Interessent sehr schnell, dass noch eine ganz andere Motivation dahinter steckt. Ja, und ich sage immer zu meinen Kunden, ist es der Unterschied zwischen einer gebenden Haltung, mit dem du auf den Markt gehst, oder eine nehmende Haltung? Ja, sehr gut. Wenn du in dieser nehmenden Haltung bist, dann willst du nur von anderen und nur wenn du das bekommst, geht es dir gut und du kannst nach vorne gehen. Mhm. Gleichzeitig möchte ich natürlich anmerken, es gibt natürlich Ausnahmen. Es gibt Menschen, die haben, weil sie Naturtalente sind oder weil sie aus unternehmensberaterischer Hintergrund oder Marketing-Hintergrund kommen, die schaffen es sogar in dem ersten Jahr oder eineinhalb Jahr richtig schnell auf dem Markt zu explodieren. Die machen ganz viel Wirbel und haben Kunden auf einmal. Ich will gar nicht sagen, dass das nicht gibt. Aber für die überwiegende Mehrheit von Menschen, die ich sehe, die zu mir kommen in den Kennenlerngesprächen, ist das eher die Ausnahme als die Regel. Ja, ganz wichtig, dass man darauf nochmal hinweist, ne? Dass man nicht irgendwelche Phantome in die Welt setzt, die für die meisten so nicht zu erreichen sind. Das ist tatsächlich auch nochmal ein Hintergrund, ob man es schon gewohnt ist, strategisch zu denken, für andere schon ganz viele Jahre strategisch gearbeitet hat und Wege entworfen hat, dann fällt es einem natürlich in gewisser Art und Weise für einen selbst auch leichter. Ja. Und das sind dann manchmal fatalerweise die vielleicht Vorbilder, mit denen man sich vergleicht. Oh ja. Das sollte man nicht tun. Das steckt ja in deinen Worten auf jeden Fall auch drin. Ja. Ja, ich weiß, dass das nur ein Teil deiner Beratungsdienstleistung ausmacht. Mhm. Aber du hast dich ja auch ganz besonders für das Thema Pricing, Preise finden, für das, was wir da anbieten wollen. Ja. Stark gemacht. Ja? Also da bist du auch sehr auffällig geworden im Markt dafür. Was ist für dich ein richtiger Preis oder ein perfekter Preis? Das ist eine interessante Frage. Oh, die gefällt mir, die Frage. Ja, wir haben am Wochenende habe ich einen Workshop gehalten in der Open Mind Academy. Wir haben ein bisschen über dieses Thema gesprochen. Mhm. Genauso wie dein Positionierung ein Entwicklungsweg ist, ist dein Pricing ein Entwicklungsweg. Mhm. Gerade wenn du auf den Markt gehst als jemand, der oder die das Produkt ist. Also bei vielen der Coaches, Trainer, Berater auf dem Markt, mit denen ich arbeite, sie selber, ihre Leistungen sind das Produkt für den Beginn, bevor sie mit einem Team herkommen oder sonst was. Ja. Und je nachdem, wo du dich fühlst, in deine persönlichen Fähigkeiten, Kompetenz und Möglichkeiten, diese Dienstleistungen auszuliefern, wird dein perfekter Preis sich über Zeit verändern. Und ist es denn so, dass man diesen perfekten, dass die meisten deiner Erfahrung nach diesen perfekten Preis schnell finden? Oder ist das eben gerade ein Thema, was mit ganz vielen Fallen behaftet ist? Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man relativ schnell den Preis findet, weil ich arbeite mit einer Methode, das heißt deine magische Nummer entwickeln, also und von dort weg deine Pakete und Preise ableiten. Mhm. Was ist die magische Nummer? Die magische Nummer ist eine sehr intuitive Herangehensweise an die Preisgestaltung. Mhm. Natürlich gibt es viele Coaches auf dem Markt, vielleicht Gründercoaches und welche, die einen eher betriebswirtschaftlichen oder buchhalterischen Hintergrund haben. Mhm. Sie würden sagen, lass uns überhaupt einfach anschauen, kalkulatorisch, was hast du für Kosten, was gibt es für Steuer, für Versicherungen, all diese ausrechnen. Mhm. Am Ende raus, was du verdienen musst, um überhaupt deine Kosten abzudecken und das, was übrig bleibt. Und von dort weg werden deine Preise einfach abgeleitet. Mhm. Für mich, mit den herzgetriebenen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, sie können mit diesen kalkulatorischen Sachen am Anfang sehr wenig anfangen. Es schreckt sie total ab. Mhm. Deswegen nehmen wir den intuitiven Weg. Und die meisten Leute, fast zu 100%, mit denen ich spreche, wenn ich sage,
was ist deine magische Nummer? Was möchtest du jetzt in den nächsten 12 Monaten verdienen? Können viele das wie aus der Pistole geschossen benennen. Und das ist der Ort, womit wir beginnen. Also mit dem Einkommenswunsch letzten Endes oder mit dem Gewinnwunsch. Mit dem Einkommenswunsch, weil viele denken noch gar nicht zu Beginn in Gewinn und Profit und sowas, das ist weit davon entfernt, sondern die denken in einem ersten Schritt am Umsatz. Wie viel möchte ich reinbringen? Von diesem Ort hinweg können wir das herunterbrechen auf 3 oder 4 maximal Produkte oder Programme. Shelley, du sagtest gerade, dass gerade am Anfang die herzgetriebenen Unternehmer und Unternehmerinnen nicht so viel anfangen können mit dieser kalkulatorischen Basis. Also mit dem Rechnen der variablen Kosten, der fixen Kosten, die man haben. Und deswegen steigst du mit ihnen an einer anderen Stelle ein, nämlich du fragst sozusagen nach dem intuitiven richtigen Preis, beziehungsweise fängst noch höher an und fragst zunächst, was ist dein Einkommenswunsch für dieses Jahr? Und von dort nähert ihr euch sozusagen. Exakt. Dann nehmen wir uns dann an einem Businessplan, der mit 3 oder 4 Produkte oder Programme hochgerechnet zu diesem Jahreseinkommen führen. Das heißt, da kommt aber dann schon die Realität auch wieder mit rein. Ne? Weil da muss man ja dann letzten Endes sagen, okay, ich hatte diesen Einkommenswunsch oder ich habe diesen Einkommenswunsch. Wie kann der einigermaßen realistisch erreicht werden? Das ist so wichtig auch, dass man das anschaut gemeinsam. Wie komme ich dorthin? Weil viele kommen, weil andere auf dem Markt zu ihnen gesagt haben, 100.000 ist das hier, 6-stelliges Geschäft. Oder sogar in Amerika wird dieses 7-stellige Geschäft. Ja. Genau. Das ist das Ziel. Und viele kommen mit diesem Wunsch, wobei häufig am Anfang der erste Meilenstein ist so 30.000, 50.000. Also das höre ich auch häufig. Oder Menschen, die bei 50.000 sind, auf 100.000 kommen wollen. Und sie sagen zu mir dann, ich arbeite seit 2, 3 Jahren in diese Richtung, aber ich komme nie hin. Häufig ist es aber so, wenn wir das Ganze anschauen von ihrem magischen Zahl, von ihrem Wunsch für das Jahreseinkommen, heruntergerechnet auf diese 3, 4 Produkte oder Programme und das durchkalkulieren, dass sie sagen, oh, schau dir, das ist so einfach, das ist Kindergarten, aber ich habe das noch nie ausgerechnet. Und weil ich das noch nie vor Augen geführt habe, es war ein Wunsch und kein Plan. Ja, also da ist der Unterschied. Ja, diesen Wunsch, den man hat, benennen. Klar benennen und du sagst ja auch, das können die meisten. Ja. Und dann aber eben aus diesem Wunsch einen Plan generieren. Ja. Was passiert deiner Erfahrung nach in dem Moment, wo aus einem Wunsch ein Plan wird? Vieles passiert. Also eine ganze Welt macht sich auf. Es ist magisch, weil plötzlich stehen dort, okay, also ich muss diese Coaching-Programme verkaufen. Aha, und ich brauche für das Programm 5 Leute, für das andere 10. Das hört sich nicht wie viele an, aber ich arbeite mit meinen Kunden nicht an Billigprogrammen, sondern wir machen eher High-End-Programs, wo wirklich ganz viele Transformationen stattfindet. Und sie merken, ich brauche gar nicht so viele Kunden, um diesen Umsatz hinzubekommen. Und wenn sie plötzlich sehen, ich muss nur dieses Programm mit Pull-Marketing bewerben über Zeit, dann können wir uns hinsetzen an den nächsten Hebel, nämlich, okay, welche Marketingaktivitäten und Kommunikation im Markt ist notwendig, um diese hierüber an Verkäufen zu generieren? Also wir beginnen mit Hebel zu arbeiten, die ganz einfach sind zu steuern. Ja, das heißt das denn letzten Endes auch, dass sozusagen der Aktionsplan festgelegt wird, schon relativ stark in deinem Coaching, das du da anbietest? Also sobald die Voraussetzungen sind, ich weiß meine Zielgruppe und Positionierung, ich weiß meine Pakete und Preise, ich weiß, wie ich überhaupt ein Kundengespräch durchführe, das von einem Interessenten zu einem Kunden führt. Wenn diese 3 Dinge gelernt und geebnet sind, das sind quasi die Grundlagen, dann ist der nächste Schritt mit dem Businessplan und dem Marketing, das geht relativ sackig und zügig. Das leitet sich davon ab. Und wie schnell diese Hebel beginnen zu wirken, hängen nur davon ab, wie lange bin ich schon im Markt, wie viele Leute kenne ich nicht bereits schon, wo steht gerade meine Liste. Desto mehr schon vorhanden ist, desto schneller geht es. Und ansonsten braucht man einfach Geduld und Ausdauer, bis man
einen gewissen Grad an Sichtbarkeit und Bekanntheit erreicht hat. Das heißt, du hilfst ganz einfach auch dabei, dass diese Unternehmer, Unternehmerinnen, die zu dir kommen, ein planbareres Business bekommen, ein planbareres Einkommen bekommen und das Ganze auch noch in die eigenen Hände nehmen, viel stärker in die eigenen Hände, in die Eigenverantwortung gehen. Das ist mir so wichtig, was du gerade sagst, weil mein Ziel ist, wenn es um das Thema Marketing geht, und ich habe Marketing und Mindset, aber bei diesem Marketing-Thema, ich möchte, dass sie die Grundprinzipien von dieser Hebelwirkungen verstehen und einmal umgesetzt haben, ja, und einmal lernen, wie sie kontinuierlich durchs System neue Kunden reinführen. Wenn du das einmal weißt, dann kannst du das für dein Leben machen. Du brauchst mich nicht mehr dazu. Und dann das kannst ist auch, du auch skalieren, nochmal in ganz andere Größen vielleicht dann auch später. Absolut, absolut. Aber also diese Grundkenntnisse sind ganz, ganz wichtig. Ja. Shelia, ich könnte jetzt noch Stunden mit dir reden. Ja, ich darf mit dir auch geschrieben gehabt. Ich fürchte, wir kommen so langsam zum Schluss. Ja. Aber eine Frage, die ich immer wieder gerne stelle, ist, wir alle wissen das, dass man aus Niederlagen, aus Dingen, die nicht so gut gelaufen sind, am meisten lernt. Wenn du jetzt mal so deine Businesszeit, also deine Zeit als Selbstständige betrachtest, was ist so deine Lieblingsniederlage, aus der du vielleicht sogar am meisten gelernt hast, aus der sich am meisten Vorwärtskommen und Schub dann wieder ergeben hat? Ja, ich habe diese Frage heute wieder auf dem Zettel gesehen. Ich habe gedacht, was sage ich dazu? Weil ich habe so viele Niederlagen gehabt, gefühlt damals. Heute kann ich sie alle als Juwelen sehen, weil jedes Teil war ein neuer Impuls nach vorne für Wachstum. Ja. Aber spontan, wenn du mich fragst, war die Niederlage, einen Partner zu finden. Interessanterweise hatte ich über diese gesamten, was haben wir jetzt, was 8 Jahre mittlerweile, seitdem ich nicht mehr in der Agentur bin. Du meinst jetzt keinen Ehepartner, das sollte ich nochmal dazu sagen. Du meinst jetzt einen Geschäftspartner. Ich meine einen Geschäftspartner. Und ja, zwar, immer wieder hatte ich das Gefühl, auf dem Weg, gerade am Anfang, in den ersten 5 Jahren, mich ziemlich einsam zu fühlen. Mhm. Und es war anstrengend, weil ich habe ganz viele Dinge ausprobiert, die nicht funktioniert haben. Ich wusste nicht, warum. Und ich dachte mir, Mann, es wird so viel leichter sein, wenn ich irgendwie jemanden finden kann, der oder die das Ganze mit mir trägt, die Vision trägt, mit mir arbeitet an die Sache. Und ungelogen, ich habe wahrscheinlich 4 oder 5 Versuche gemacht, eine Partnerin, also es waren immer Partnerinnen, zu finden und immer wieder mich anzubahnen mit dieser Person. Und es hat immer jedes Mal ist es gescheitert. Mhm. Aus total unterschiedlichen Gründen. Also wenn ich gucken müsste, wäre jedes Mal irgendwie anders. Mhm. Und nach 5 Mal bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, dass dieser Wunsch bei mir eigentlich letztendlich nur aus Unsicherheit geboren ist. Dass es gar nicht notwendig ist für mich, einen Partner oder eine Partnerin zu haben. Nicht, dass das in Zukunft sich nicht ergeben wird, aber ich habe das als Unsicherheitswunsch einfach aufgegeben, weil ich habe es alleine geschafft und es war auch gut so, dass diese Niederlagen passiert sind. Und heute gehe ich das ganz anders an, denn das Erkenntnis daraus war, ich habe gerne viele Kooperationspartner, mit denen ich mich beschäftige für kürzere Zeiträume, für Programme und Projekte. Mhm. Aber ich brauche nicht diese dauerhafte Geschäftspartner. Du brauchst keine GbR einzurichten oder sowas. Du vertraust jetzt auch einfach deiner eigenen Kraft. Du bist dahin gewachsen, dass du sagst, ich kann es eigentlich auch alleine. Aber wenn ich Spaß habe, wenn es Sinn macht, ne? Wenn ich auch vielleicht gerade auch mal Lust darauf habe, ein Projekt mit jemand anderem zu machen, dann gönne ich mir das auch. Und wenn es sich sinnvollerweise ergibt, dann produzieren wir auch was Gutes gemeinsam. Das ist so. Und das ist wieder die Ausgangslage. Ja. Absolut. Und das ist wieder dieses Thema Dringlichkeit und Unsicherheit, die sind immer in einem Topf zusammen. Also Unsicherheit entsteht Dringlichkeit. Diesen dringlichen Wunsch, einen Partner zu haben, das war auch keine gute Energie, um eine mögliche Partnerschaft anzugehen. Das ist logisch jetzt mittlerweile. Ja, eigentlich logisch. Genau. Ja. Aber dafür sind diese Sachen da. Und ich finde es so schön, dass du gesagt hast, dass du überlegen musstest, welches deine Lieblingsniederlage war. Weil ich habe selbst die Frage auch letztlich gestellt bekommen und mir ging es ganz genauso wie dir. Also mit der Zeit ist einem einfach so
klar, wie wertvoll diese Erfahrungen sind, dass man es fast schon nicht mehr schafft, es als Niederlagen eigentlich zu definieren, ne? Sondern dass man einfach sagt, das war so wichtig. Ja, und das ist am Anfang so, und das verändert sich leicht, je weiter man in seinem Geschäft voranschreitet. Weil Dinge, die lange Zeit vielleicht super gut funktionieren, kommen zu einem Ende, wo sie eine Herbstphase erreichen, wo die Blätter herunterfallen und in einen Winter gehen und vielleicht sogar stirbt die ganze Naturarbeit so in dem Sinn, damit was Neues wachsen kann, Regeneration. Mhm. Also das heißt, auch dieses Thema wird es in Zukunft geben. Und dann ist es nicht für mich Niederlage, sondern das ist einfach ein Lebenszyklus, was passiert. Ja. Sehr schön, dass wir auch darüber nochmal sprechen konnten. Liebe Shelia, wir werden ja auf jeden Fall auch deine ganzen Kontaktdaten einblenden, damit diejenigen, die jetzt sagen, ach, das ist genau die richtige für mich, mit der möchte ich gerne weiter zusammenarbeiten, damit die natürlich auch schnell dich kontaktieren können. Was ist denn eigentlich, vielleicht lässt du uns trotzdem nochmal so ein kleines bisschen in deine Zukunft reinblicken, was ist so dein nächster Schritt oder vielleicht auch dein nächster kleiner Mini-Traum? Mein Mini-Traum. Mit Abständen natürlich. der jetzt bei dir so ansteht. Ja, mein Mini-Traum oder mein großer Traum sogar im Business-Bereich ist ein nächster Schritt, den ich zusammen mache mit einer Kooperationspartnerin, mit der Sandra Heim. Ich glaube, du hast mit ihr schon gesprochen im Zusammenhang. Auch mit dabei als Speakerin bei unserem bei unserer Konferenz. Ja, genau. Was wir machen sehr bald ist, wir beginnen mit einem neuen Programm mit dem Namen Beyond. Mhm. Und es wird um das Thema Mindset gehen. Wir haben heute viel darüber gesprochen, über Marketing und Strategie und Pläne. Ja. Die andere Seite von einem erfüllten, erfolgreichen und freudigen Business ist das richtige innere Spiel, der richtige Mindset. Und ich beschäftige mich seit etwa 18 Monaten mit den Three Principles, die ich aus den USA und aus Großbritannien lerne. Mhm. Ich möchte diese Mindset-Philosophie echt in die Welt bringen. Das ist mein nächster Traum. Und wir werden das anhand von diesem Programm machen. Und kannst du uns kurz sagen, was diese Three Principles sind? Diese drei Ps fangen wahrscheinlich alle mit P an. Ja, nee, die fangen nicht mit P an, aber the three principles sind die Idee, Mind, es gibt eine größere Intelligenz, die hinter jeglichem Leben steckt und sie mitverantwortlich ist für jegliche menschliche Dasein und Weiterentwicklung. Mhm. Mind. Dann Consciousness, also die Idee, wir nehmen wahr und wir nehmen nicht als Einzelindividuen wahr, sondern es gibt ein kollektives Bewusstsein und alles an positive wie negative Gedanken gibt es nicht nur in unserem Ego. Es ist mein Consciousness und es ist unser Consciousness und was das für dich und dein Business und deine Freude bedeutet. Mhm. Und das dritte Prinzip ist Thought, Gedanken. Die Idee, dass wir denken. Und das ist keine kleine Sache, weil unser Denken bestimmt unser Gefühl. Und ob wir positive oder negative Sachen denken, bestimmen unsere Gefühle, unser Flow, unsere Energie und halten uns davon ab, nach vorne zu gehen oder katapultieren uns mit Leichtigkeit nach vorne. Ganz wichtiges Thema, toll. Kriege ich gerade Gänsehaut. Ja, ja. Das sind in etwa sehr kurz zusammengefasst, the three principles. Mhm. Und die Sandra und ich, wir werden das herunterbrechen auf die 9 wichtigsten Ängste und Zweifel, die wir von unseren Kunden hören. Und wir werden entgegenwirken mit Mindset-Lösungen und Strategien. Damit es vorwärts gehen kann, eben beyond. Damit es beyond gehen kann und unser größtes Anliegen ist, dass die Menschen lernen, entspannt erfolgreich zu sein, nicht verkrampft, nicht in der Bahn von jemand anders schwimmen wollen, bei sich ist geerdet. Also dieses Freude und Freiheit fühlen, warum wir überhaupt ein Business gegründet haben, weil wir das Gefühl haben wollten, das zurückzudehnen. Warum? Weil wir eben dieses Glück auch spüren wollten und nicht unbedingt den Druck und die Angst. Wunderbar, das hört sich ganz toll an. Wir beobachten das auf jeden Fall. Ja.
Ich darf mich bedanken, Shelia, für die Zeit und für die wertvollen Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Und ich wünsche euch beiden, aber ich bin mir sicher, ganz, ganz viel Erfolg und ihr werdet das toll machen. Ich kann nur jeder Zuschauerin, die an diesem Punkt steht und die vielleicht auch denkt, Ängste, vielleicht Glaubenssätze, Beschränkungen und wenn du irgendwie das Gefühl hast, das hat mit meinen Gedanken zu tun, hat mit meiner Wahrnehmung zu tun, dann ist es mit Sicherheit das Richtige. Ja, ja, genau. Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung, Susanne. Tschüss. Ciao.